Auch wenn es so aussieht, das sind nicht die geheimen Protokolle aus China mit den Handelsabkommen. Nein, das ist hier japanisch, das ist die Vorbereitung von Shimizu-san. Aber bevor ich den gleich befragen will, nochmal einen Blick kurz auf den Chart. Das ist der Dow Future jetzt, dass man so ein bisschen den Überblick haben kann. 4-Stunden-Chart. Wir sehen immer noch dieses längerfristige Aufwärtsbild. Das ist Dezember gewesen hier vorne. Sieht cool aus, immer noch nach oben. Aber wenn man hier kleiner guckt, 15-Minuten-Chart beispielsweise, dann kann man schon erahnen, so richtig geil ist das nun auch nicht. Denn wir gehen zwar tapfer nach oben, aber ebenso stark wieder nach unten. Was ist da los? Wie soll man mit so einer Situation umgehen? Tatsächlich ist das nicht wirklich handelbar aus meiner Sicht aktuell. Man muss da wirklich sehr vorsichtig sein, wenn auf kleiner Ebene versuchen, da so ein bisschen was rauszuholen. Ich bin zwar übergeordnet immer noch latent bullisch, aber wir werden hier ein interessantes Thema gleich bringen. Shimizu-san hat es angedeutet, wir sind kürzerfristig vielleicht noch bullisch, längerfristig aber nach unten. Was für einen Tanz sollen wir da aufführen bei dieser Art der Hintergrundmusik, die wir hier haben? Finde ich ein spannendes Thema. Ich weiß noch nicht, was ich sagen werde, aber ich weiß, dass Shimizu-san jetzt was zu sagen hat. Und deshalb werde ich ihn jetzt mal fragen, was er jetzt zu sagen hat. Shimizu-san, let us know. What is most important for you today? Most important today, we have... Well, do we have feel of the accomplishment? Are we content? I'm talking about Dow hitting a 29,000 on a Friday. Dollar yen hitting 110. This is the highest for the dollar against the yen since last May 2019. Some of the prices are hitting the recent highs, and you know the U.S. stock indexes are reaching higher highs. Are we satisfied? Have we gone to as much as we can as far as the melt up is concerned? That's the something that we are feeling today as far as this far into Wednesday. We have Asian stocks down almost. Europe trading at this point, not too much from yesterday, but slightly on the downside. U.S. futures are trading, S&P down 3 points. Like maybe we're a little bit tired. When you are like trying to hit higher and higher and higher, you tend to get this. But thing is, in the market, when you expect something, well, that might happen. When you expect something, but when everybody expects something, that is more likely not to happen. here's the moment where we a lot of people market is expecting a correction. They will try to get long on a correction, and that's what everybody thinks. And so, you know, when everybody thinks one thing, that will not happen. So we'll just wait. But we are looking at a little bit of weak side of the treasuries market, and a little bit weak side on U.S. stocks at this point. We don't know. But earnings season, banks are kicking off all the good numbers. Maybe that will sustain, but we'll see. But maybe we're going to as much as we can, I guess, for the moment. And maybe there will certainly be some correction that might be coming, I guess. But, well, have a good trading. It's unpredictable. But we've been there before, and you know, we might go back there again, I guess. But not today, I don't think. Have a good trading. Thanks a lot for your insights. Arigato gozaimashita. Also, er hat das schöner gesagt, als ich es hätte sagen können. Tatsächlich, es ist im Moment eigentlich nicht vorhersehbar, was da passiert aktuell. Der Markt ist so eigenartig unterwegs. Jeder wartet eigentlich darauf, dass der Rücksetzer kommt. Und wir wissen, dass wenn man eine einzelne Erwartung hat, wenn ich was erwarte, naja, ob das immer klappt, weiß ich nicht. Aber wenn jemand das alleine erwartet, dann kann es ja noch in Erfüllung gehen. Aber wenn alle drauf warten... Ich glaube, es ist ein chinesisches Sprichwort. Ein bewachter Reistopf kocht nie. Na, wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn alle drauf warten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich dann auch so kommt, nicht besonders groß. Wir haben allerdings so langsam, aber sicher wieder die Earnings Season. Die könnte mit guten Nachrichten vielleicht den Markt nochmal motivieren. Ich stelle aber mal in Frage, wer soll es denn noch kaufen im Moment? Sind doch schon mehr oder weniger alle im Markt. Man kann eigentlich nur hoffen, dass die Instis schnell genug neues Geld gedruckt bekommen, dass sie noch was nachkaufen können. Ansonsten ist es relativ dünn. Charttechnisch bin ich sowieso ja schon ein Freund davon, so langsam sich für die Short-Seite mal vorzubereiten. Beim DAX vielleicht jenseits des Allzeithochs nochmal. Vielleicht schafft der Dow auch nochmal gerade die 30.000. Das werden wir noch sehen. Es wäre ja nochmal was, aber irgendwie im Moment ist der Move noch nicht da. Charttechnisch sehe ich aktuell nichts. Es ist wirklich nichts erkennbar tatsächlich.
Was heute jetzt vielleicht nochmal eine Rolle spielen kann, wenn Trump sich doch nochmal hinreißen lässt, irgendwas zu tweeten in dem Umfeld. Aber was soll er denn groß sagen? Er ist begeistert, das wissen wir auch. Also, dass da wirklich was Neues, was Schlagartiges kommt, steht eigentlich nicht zu erwarten. Und das ist vielleicht nochmal die Chance, aus meiner Sicht zumindest mal, dass der Markt heute aus dem Fehlen eben heraus, wenn dann irgendwie mal doch irgendwie eine kleine Nachricht kommt, dann sagt er, okay, jetzt machen wir. Zu rechnen ist allerdings damit, dass das letztlich wieder nur in eine schnelle Bewegung mündet, die auch durch eine schnelle Gegenbewegung wieder wettgemacht wird. Wir hatten das so oft, schnell nach unten und zack kam der Markt wieder nach oben und umgekehrt. Alles nicht wirklich verlässlich, es ist also eher ein Graus aktuell. Aber was soll man machen, da muss man notfalls auch durch, notfalls eben auch nur zuguckenderweise. So, und deshalb machen wir noch unseren Three-Shot at the end. Minasama? Arigato gozaimasu. Also, Nana. Ah, genau, Nana-chan, die ja jetzt ganz neu mit dabei ist seit Anfang Januar, weil Mano-chan leider aufgehört hat, aber Nana-chan macht das wunderbar und insofern freuen wir uns natürlich, dass wir wieder in der Dreiergruppe hier unterwegs sind. In diesem Sinne, euch allen alles Gute. Bye-bye.